Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir sind so begeistert, was Gott tut, gerade auch an den hinter uns liegenden Heilungstagen. Gottes Kraft war so spürbar und erlebbar. Für viele Anliegen haben wir gebetet und teilweise auch vorgelesen. Und eine Resonanz war: Danke, ich spüre, dass ich Jesus nicht egal bin. Euer Vorlesen meines Gebetsanliegens hat mich so ermutigt. Danke, Jesus. Und natürlich beten wir auch für alle anderen Gebetsanliegen immer wieder, die wir nicht vorlesen können aus Zeitgründen. Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Heute mit dem Thema Vergangenheit Ade. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Vergangenheit Ade. Das war das erste Thema, das wir in den Heilungstagen hatten. Und uns war es so wichtig, dass wir mal das Thema aufgreifen, wenn Menschen wirklich ein Scherbenhaufen der Vergangenheit haben, missbraucht, zerbrochen sind. Und das Ganze wird unterdrückt und das ganze Leben besteht darin, das Alte zu unterdrücken und fernzuhalten, niemand zu sagen, schweigen drüber. Und ich habe da so eine Kiste, mein Leben. Und das Leben sieht sehr schön aus, aber wenn man es schüttelt, merkt man, dass alles Scherben sind. Und Jesus sagt, er ist die Wahrheit, bring's ans Licht. Und wir wollen wirklich, wirklich ermutigen, all die Scherben ans Licht zu bringen, dass Jesus wirklich, wirklich das alles aufräumen kann und wir mit Jesus das aufräumen. Und das ist wichtig, dass wir ans Licht bringen. Und ich habe ein sehr gutes Beispiel gesehen und in Japan werden Gefäße, die zerbrochen sind, mit Gold repariert. Und das sieht dann so aus, da ist alles, was mal kaputt war, viel wertvoller geworden. Und das ist ein gutes Beispiel für das, was du erleben kannst. Bring Jesus deine Scherben und er repariert dich. Nicht, dass du so ein eintöniges Gefäß wieder wirst, wo es 1 Million davon gibt, sondern so ein richtiges Unikat. Er möchte was ganz Tolles daraus machen. Wenn du noch mehr von dem Thema hören möchtest, wir haben Medien von den Heilungstagen, da ist sehr, sehr viel mehr drauf. Und Herr, ich danke dir dafür, dass jeder, der sagt, oh ja, ich möchte so ein Gefäß werden, so ein von Gott neu hergestellt, wertvolles, Unikat. Herr, ich danke dir dafür, dass du jedem die Weisheit gibst und den Mut gibst, die ganzen Scherben ans Tageslicht zu bringen und sie wirklich vor dir aufzuarbeiten, dass sie nicht mehr schmerzen, dass sie zwar noch im Gedächtnis sind, aber nicht mehr schmerzen und dass die Menschen ein Leben leben können, wie sie es noch nie gelebt haben, weil sie frei sind, frei von der Vergangenheit. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen wegen starker Schmerzen erreichte uns. Liebe Geschwister, ich kann seit 2 Nächten kaum mehr schlafen, weil ich sehr starke Schmerzen am rechten Bein habe. Die erste Nacht war es der Oberschenkel und die vergangene Nacht das Bein runter, an der Seite und das Knie. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber die Schmerzen waren fast nicht mehr zum Aushalten. Ich betete so gut ich konnte und ich bitte auch euch um das Gebet. Jesus, und wir danken dir, dass du diese Person kennst, die so Schwierigkeiten hat mit ihrem Fuß, mit ihrem Bein, mit dem Knie und mit dem Oberschenkel. Und ich danke dir, Jesus, dass du dieses ganze Bein von oben bis unten durchströmst mit deiner Heilungskraft und dass diese Schmerzen entmachtet sind durch das Blut, Jesus. Und ich danke dir, dass diese Person wieder schlafen kann, dass du ihr einen Ruhe und einen Frieden schenkst in ihr Herz und auch schmerzfrei machst. Danke, Jesus. Du bist der Herr auch über diese Person. Und wir danken dir, dass du eingreifst. Amen. Amen. Und ein Mann bittet um Gebet für seinen Schwager. Bitte um Gebet für meinen Schwager, der nach einer Covid-Erkrankung auf der Intensivstation liegt und immer noch um sein Leben kämpft. Bitte betet für ihn, dass er gesund wird.
Jesus, danke, dass du auch diese Menschen kennst, die so in großer Not sind und auf der Intensivstation liegen, wegen diesem Virus. Danke, Jesus, dass du eingreifst, auch ganz besonders bei diesem Mann hier, bei diesem Schwager. Danke, Jesus, dass du ihn kennst und dass du ihn berührst. Danke, dass deine Heilungskraft jetzt gerade dort auf der Intensivstation durch seinen Leib fließt. Und wir danken dir für diese Berührung, die ihn wirklich heil macht. Danke, Jesus. Danke, dass du der Herr bist über seinem Leben und dass du ihn heil machst. Dass du alles wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung. Dass wieder alle Organe funktionieren und dass er wieder wirklich rauskommt und fit sein darf. Danke, Jesus. Aber auch für all die anderen Personen, die dort liegen und an diesem Virus erkrankt sind. Danke, Jesus, dass du eingreifst, dass du diese Menschen heilst, dass du mit ihnen bist und dass du der Herr bist, der auch diesen Virus besiegt hat am Kreuz von Golgatha. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich und die Infos sind eingeblendet. Eine Frau schreibt uns per E-Mail: Seit mehreren Wochen habe ich an der rechten Lunge Schmerzen und habe öfters Atemprobleme. Ich wäre euch so dankbar, wenn ihr auch dafür beten würdet. Ich vertraue Gott und glaube an ihn. Ja, das tun wir gerne. Und ich glaube, in dieser Zeit haben viele mit der Lunge Probleme. Und wenn du das auch bist oder du sagst, oh ja, hätte ich doch geschrieben, auch du darfst dich jetzt einklinken im Gebet. Danke, Herr, dass du jetzt auch wunderbar, Herr, mit dieser Frau bist, mit dieser Lunge. Und ich danke dir dafür, Herr. Herr, danke, Herr, dass die Lunge wieder richtig funktioniert, nicht mehr wehtut und dass das ganze Lungenvolumen wieder da ist, dass die Atemprobleme verschwinden. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass du der Heiler bist, auch all derer, die sich jetzt einklinken im Gebet, die mit der Lunge Probleme haben. Ich danke dir dafür, auch dass Herr, bei dir möglich ist, zerstört es wieder ganz wird. Herr, das, was unmöglich ist, aber du bist ein Schöpfer, du bist ein Creator, ein Schöpfer und ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du wunderbar diesen Menschen begegnest. Amen. Amen. Und eine Mutter bittet für ihre beiden Söhne um Gebetsunterstützung. Meine beiden Söhne sind suchtkrank, jegliche Drogen und Zigaretten. Ich bitte Gott um Hilfe und Befreiung von Süchten. Danke für Gebete. Danke, Herr. Lass diese beiden Söhne auch erleben und, Herr, die Entscheidung treffen, dass sie frei werden wollen. Herr, es ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, frei zu werden wollen. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass sie wirklich, Herr, nicht einfach nur ein Gebet von der Mutter oder von uns irgendwo wollen und mal sehen, was Gott tut, sondern dass sie sich entscheiden, auch davon frei zu werden. Ich danke dir dafür und Herr, du bist der Befreier und Herr, wenn wir rufen, Herr, du antwortest und ich danke dir dafür, Herr, dass diese Söhne eine Befreiung erleben, aber auch eine Befreiung von so vielem, was noch um sie herum ist, Herr. Herr, danke, Herr. Herr, dass sie ein Leben mit dir einschlagen. Herr, ein Lebenswandel mit dir, Herr. Ich danke dir. Amen. Amen. Und es freut uns immer wieder, wenn wir hören von Menschen, die Gott erlebt haben und die uns schreiben. Und von den Heilungstagen am letzten Wochenende schrieb uns gleich jemand im Chat: Liebe Geschwister, ich danke Gott und Jesus für die Heilung meiner Füße. Seit gestern, wo es Pastor Daniel gesagt hat, Gott ist groß und gut. Also eine prompte Heilung bei den Heilungstagen. Und ein Mann aus den neuen Bundesländern schreibt uns: Danke für euer Mitbeten. Seit dem 1. März habe ich eine Arbeitsstelle und ich bin frei vom Coronavirus. Gott segne euren Dienst. Wie schön. Und Gott greift ein, das hat auch diese Frau erfahren.
Sensationell, sagte der Urologe zu meinem Ex-Mann. Der Tumormarker ging ohne OP von 243 auf 0,5 zurück. Er hat Prostatakarzinom mit Metastasen in den Knochen, hatte 40 Bestrahlungen und sehr gut überstanden. Ich betete während jeder Bestrahlung und nach einer Bestrahlung sagte er zu mir, danke für das Licht. Er ist nicht gläubig. Ich betete, dass Jesus sich ihm zeigt. Jesus hat meinen Wunsch erfüllt. Seit der Gebetsnacht tritt die Heilung Stück für Stück ein. Ehre sei Gott, Jesus und euch. Und Jesus zeigt sich auch Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und wie wunderbar, was für eine Lebensveränderung dann passiert. Und nochmals, aus den neuen Bundesländern kommt dieses Zeugnis. Ich danke euch, dass ihr für meine Schwester gebetet habt. Sie war in Gefahr, im Rollstuhl zu landen. Dazu kam noch eine drohende Diagnose Leberkrebs. Gott hat mir ein Bibelwort gegeben. Ich will dich von deinen Leiden befreien und du sollst wieder Zukunft und Hoffnung haben. Jeremia 29,11. Das Wunder geschah. Es war kein Leberkrebs und sie läuft schon wieder 2 Kilometer ohne Stöcke. Danke für eure Gebete. Und da freuen wir uns doch mit. Ja, 2 Kilometer ohne Stöcke. Manche laufen nicht mal 2 Kilometer, die überhaupt gar keine Probleme haben. Das ist so wunderbar. Und was wir auch in den Heilungstagen erlebt haben, so wunderbar, wie Gott auch Menschen berührt, die nicht mal gläubig sind. Das finden wir schon in der Bibel. Hauptmann von Kapernaum war ein römischer Hauptmann, kein Jude. Aber er hat geglaubt und ich sage dir, glaube du, glaube auch an das, dass wenn du betest für deine ungläubige Verwandtschaft oder dein ungläubiger Partner, Gott erhört Gebet. Und hat er schon Gebet erhört, dann lass es uns wissen. Schreibe du uns, die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, der Tipp des Tages heute, ich habe meine Kiste dabei. Ihr habt es gehört, wenn dein Leben auch so aussieht oder du sagst, ja nee, also 2 Scherben reichen, mehr habe ich nicht, kein Problem. Entscheide dich, deine Scherben zu Jesus zu bringen. Und er wird auch aus dir so ein wunderbares Gefäß machen. Ja, schreib uns dein Anliegen. Wenn du Scherben hast, wir helfen dir beten. Und die Infos sind eingeblendet und auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Ja, und wenn du die ganzen Heilungstage erleben möchtest, wir haben DVDs, wir haben CDs, wir haben USB-Stick und auch Downloads in Bild und Ton. Komm einfach auf unseren Shop, lade es dir runter. Es ist wirklich wertvoll für dich. Ich sage dir, werde frei von deiner Vergangenheit. Und wir verabschieden uns für heute. Wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Gott segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.